Die Star Trek AWP Warm God geht an. Gott, der Totenkopf ist so geil. Star Trek. Tentakeln. Hey, Kinners! Was geht bei euch ab? Junge? Ich war erkältet und konnte daher einige Tage keine Videos machen. Deswegen kommt die Auswertung erst jetzt, wobei ich ja eh zwischen dem 5. und 10.3. angesagt habe und jetzt ist, glaube ich, der 8. Wir fangen direkt an, aber von hinten, beim letzten Platz und arbeiten uns dann langsam hoch an Platz 1. Es geht um die Jewel Berettas Kartell. Diese hat gewonnen, André Miert. Bum, bum. Sehr nice. Der zweite Gewinner, also Nummer 14, Urban Hazard. Wo ist sie? Hier. Diese wurde gewonnen von Plexi. Hey Plexi, man. Viel Spaß damit, Plexi. Ich werde euch übrigens alle anschreiben bei YouTube, jeden einzelnen. Auf diese Nachricht antwortet ihr mir mit einer Gegennachricht, in der euer Steam-Name steht. So kann ich sicher gehen, dass mich nicht einfach jemand auf Steam anschreibt und sagt, hey, ich bin übrigens Plexi. Ja? Die 13. Waffe war die Galil AR Rocket Pop. Pass mal auf, wo ist sie? Die Galil AR Rocket Pop hat gewonnen. Dave the Dave 161. Was damit? Waffe 12. Farmers Survivor Z. Da habe ich auch zwei. Ja, natürlich Minimalware, mein Freund. Der neue Besitzer dieser Waffe ist The Nana LP. The Nana LP. This is so great, bro. Kommen wir nun zur AK-47 Elite-Build. Subscribed ist der neue Besitzer dieser Waffe. Viel Spaß damit. Jetzt kommt hier die SSG Abyss. Warte mal kurz, welche ist hier besser? Die wurde gewonnen und geht an Ico-Tex. Viel Spaß damit. Yo. Die Nummer 9, SCAR 20 Outbreak. Boah, Stich versteckt, SCAR 20 Outbreak. Diese geht an Fabkia LP. Have fun tonight. Die Sword of Origami Schrotflinte ist die Nummer 8. Und diese wurde gewonnen von Floprolp. Floprolp. Schieß mal ein bisschen mit der Origami Schrotflinte. Die Nummer 7 ist die Star Trek Glock 18 Bunsen Burner. Mhm. Diese geht an Smozzle HD, Smozzle HD, Smozzle. Viel Spaß damit, man. Übrigens, vielen Dank an alle, die mich auf Google Plus gedingst haben, gefolgt haben. Fucking nice, bruh. Fucking nice. Kommen wir nun zur Factory New Star Trek UMP 45 Labyrinth. Factory New, bruh. Dieser hat gewonnen. Hufflix LP. Have fun with this gun. Die Nummer 5 wurde gewonnen von Tom und das ist die Waffe MP 7 Special Slivery. Tom, viel Spaß damit. Wundert euch nicht über die Sachen, die da rumstehen, man sieht es gar nicht richtig. Wir streichen gerade im Gang und da habe ich halt die ganzen Jumbumble-Sachen hier hingestellt. Ja, Tom, viel Spaß damit. Als nächstes kommt die Galil AR Stone Cold. Diese geht an Somka TV. Somka TV. Macht die Leute kalt mit der Stone Cold. Judas Wack. Die Nummer 3. Die Pharma Sergeant. Wo ist sie? Sergeant. Diese geht an Slime HD. Slime HD. Viel Spaß an deiner Pharmas, gell? Und jetzt die zweite Waffe. Die Star Trek AWP Warm God geht an. Totenkopf ist so geil. Star Trek. Tentakeln. Scope. The 3000 Neo. Have fun with this gun. Und zu guter Letzt kommt die Waffe auf Platz 1, die Galil AR Eco Field testet. Diese Waffe geht an Jacko. Viel Spaß mit der Galil AR Eco. Mir hat dieses Giveaway wieder sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir Spaß, die ganzen Kommentare zu sehen, wie einfallsreich manche sind, was ihr dann da schreibt, von wegen lalala, papapa und sowas. Echt sehr cool. Und ich habe wieder einige neue Zuschauer auch dadurch gewinnen können, die zu mir gefunden haben. Und durch dieses Giveaway ist sogar meine neue englische Serie Prospect eben entstanden, meine Videoserie. Also richtig geil. Es kommt bald wieder das nächste. Ich schreibe euch, wie gesagt, alle an. Ich hab's eigentlich immer am liebsten, wenn man die ID schickt, also den Namen, der oben rechts in Steam drin steht. Ihr habt jetzt einfach mal einen Monat Zeit. Also einen Monat lang behalte ich die Waffen drin. In einem Monat werde ich die Waffen nicht direkt weggeben oder so. Aber nach diesem Monat werde ich, falls ich wieder ein neues Giveaway machen will und eine nicht abgeholte Waffe eben mit reinnehmen will, diese Waffe mit reinnehmen. Und ab diesem Moment ist sie dann vertan. Also meldet euch auch. Ich konnte es im letzten Ding schon nicht verstehen. Also alle sagen, ich mach mit. Ich schreibe sie an und dann schreiben manche nicht zurück. Ich kann es nicht verstehen. Egal, naja. Also dann vielen Dank fürs Zusehen, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Kinderlein. Viel Spaß mit den Waffen. Ciao, ciao. Wow.